Wo wächst Kaffee überhaupt? Was hat dein Gürtel damit zu tun? Und welchen Unterschied macht das Herkunftsland? Willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Frog Coffee Kanal. Kaffee ist ein sehr beliebtes Getränk hier bei uns in Deutschland. Leider sind Anbau, Ernte, Logistik beim Kaffee mit viel Mühe verbunden. Hinzu kommt, dass Kaffee nicht überall wächst und wenn, dann nur unter bestimmten Bedingungen. Einige Voraussetzungen haben wir euch schon in unserem Video zur Kaffeepflanze erklärt. Das Video haben wir euch hier nochmal verlinkt. Weltweit wird auf einer Fläche von ca. 10 bis 12 Millionen Hektar Kaffee angebaut. Das sind geschätzt etwa 15 Milliarden Kaffeepflanzen. Die Fläche verteilt sich auf ca. 80 Länder, von denen nur aber ca. 50 Länder von Bedeutung sind, da sie ihren Kaffee auch zu kommerziellen Gründen anbauen. Die Länder liegen im sogenannten Kaffeegürtel. Der Kaffeegürtel befindet sich grob gefasst innerhalb des 20. Breitengrades nördlicher Breite und des 25. Breitengrades südlicher Breite. Anders formuliert, einmal rund um den Äquator, von Mittel- bis Südamerika, zu Afrika, bis nach Asien und Australien, also wie ein Gürtel. Diese Gebiete liegen in einer subtropischen Klimazone, die relativ konstante Temperaturen und ausreichend Niederschlag bietet. Perfekt für Kaffee. So kommt es, dass jährlich rund 160 Millionen Säcke Rohkaffee produziert werden, die zu 60 Kilogramm Säcken abgefüllt werden. Die Menge variiert von Jahr zu Jahr. Davon wird der Großteil, also mehr als ein Drittel, in Brasilien produziert. Darauf folgen Vietnam, Kolumbien und Indonesien. In Süd- und Mittelamerika liegen die Hauptanbauregionen für Kaffee. Dort gibt es eine große Vielfalt und meist konstante Qualitäten. Der Anbau von Kaffee spielt hier eine tragende Rolle in Wirtschaft und im Handel. Die Länder in Südamerika produzieren zusammen fast die Hälfte des Kaffeeaufkommens weltweit. Auf den Plantagen in Mittelamerika wachsen fast ausschließlich Robusta. In Costa Rica ist sogar der Anbau von Robusta verboten. Viele besondere Kaffees wie der Geisha aus Panama oder dem Jamaika Blue Mountain haben es weltweit zur Berühmtheit geschafft und werden teuer gehandelt. Nur in Brasilien und wenigen anderen Ländern wird überhaupt Robusta angebaut. Mit Äthiopien als Ursprungsort der Kaffeepflanze kommt man an Afrika als Anbaukontinent nicht vorbei. Einige Länder in Afrika produzieren Kaffee mit hoher Qualität. Besonders charakteristisch sind die sehr fruchtbetonten Kaffees aus vielen Ländern. Während in Ostafrika hauptsächlich Arabica angebaut wird, überwiegt in Westafrika der Anbau von Robusta. In den Ländern, die in Afrikas geografischer Mitte liegen, gedeihen beide Sorten. Asien exportiert mittlerweile einen beachtlichen Teil an Massenware. Die Länder produzieren sowohl Arabica als auch Robusta. Die Kaffees sind eher kräftig, mit viel Körper und wenig Säure betont. Ein besonderer Fall ist der Jemen, mit seiner eher begrenzten Anbaufläche und sehr einzigartigen würzigen Kaffees. Auch in Australien wird Kaffee angebaut. Die Erntemengen sind im Vergleich zu anderen Ländern aber sehr gering. Nur wenig Kaffee wird auf dem Weltmarkt gehandelt, obwohl die Kaffees oft von sehr guter Qualität sind. Es gibt natürlich noch viel mehr zu den einzelnen Ländern und zu speziellen Kaffees zu sagen. Das würde aber den Rahmen dieses Videos sprengen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir würden uns sehr über ein Like freuen. Sollte euch noch ein anderes Thema rund um Kaffee interessieren oder ihr eine Frage habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Dann am besten auch direkt unseren Kanal abonnieren, um das nächste Video nicht zu verpassen. Tschüss!